Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Funk of Fury. Wir sind in Level 3 vom The Thing Ding. Okay, lass mich drauf schießen. Okay, meine Protopart ist gerade entkommen. Au. Aua. Die macht ganz schön Schaden. Genau, also mein Protopart ist gerade entkommen, was ein bisschen schade ist. Warum gibt es das hier eigentlich nochmal? Also, man hat das doch schon. Ja, man hat es vorher nicht gebraucht, ne? Stimmt eigentlich. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich deshalb. Ja. Der Waffenprotopart, das soll ich sagen, der ist nämlich irgendwie gespawnt und dann geht der irgendwann einfach weg. Okay, da geht es anscheinend rein. Brauche ich hier irgendwas? Also aktuell keine Ahnung. Auch so ein bisschen HP. Ach, du bist. Ne, du warst noch nicht an, ne? Da war was Interessantes, da oben ist auf jeden Fall was. Die Frage, wie wir da hinkommen sollen. Untersuche die Todesstation, okay. Dann gib mal her. Boxopart, nice. Okay, hier würde ich sagen, einfach freien können wir mal machen, weil wir schon ein bisschen was an Schaden verloren haben. Oder an HP verloren haben. Ich hätte gerade diesen Gegner gespawnt oder so. Okay, müssen wir anscheinend hier weiter reinbringen. Ich weiß nicht, ob die hier drin aktivieren muss. Ich tippe mal auf Ja. Der erschreckt mich doch nicht so. Ich bin kein Fan von Nahkampf, wenn man einfach so oft die Fresse bekommt hier. So, wo bist du denn? Dahinter, natürlich. Das hat sich ungut angehört. Ich weiß nicht, ob er schmelzen muss. Ich versuch's einfach mal. Ja, stimmt, ich kann ihn gar nicht mitnehmen. Ich bin gerade voll mit sowas. So, dann nehme ich dich und pack dich hier rein. Muss auch treffen, damit es kaputt geht. Ist so ein Vorteil. Okay, das brauchen wir da oben. Ist ja kein Gegner, das war schon mal gut. Was ist da oben? Gold? Ist das so eine Access-Karte oder sowas? Okay, ne, ist auch so ein Ding hier. So ein Ventil. Müssen wir hier reinbauen. Gasflasche können wir theoretisch auch wieder von hier nehmen. Haben wir keinen Nachteil davon. Ich habe hier gerade angeschossen, weil ich dachte, vielleicht muss ich irgendwas schmelzen. So, kurz mal regenerieren. Okay, deshalb höre ich diese komischen Geräusche hier. Diesen Gegner. Das ist natürlich suboptimal. Okay, wir haben noch einen Gasknast und ich habe keinen Stehen. Das heißt, ich muss einen holen. Boah, den habe ich ja angeschossen, ich Dummkopf. Weil ich dachte, ich müsste diese Eistapfen noch schmelzen. So, wir müssen noch drei Zelte kaputt machen, die draußen sind. Da ist auch noch ein Raum, den wir nicht waren, oder? Ich glaube ja.
Du gibst mir ein Stück Rohr, auch wichtig. Achso, eine Kiste. Nehme ich doch gerne mit. Meins, meins, meins. Da ist das nächste Rädchen. Und dann brauchen wir jetzt die Gasflasche wahrscheinlich nochmal im nächsten Raum. Ich nehme sie auf jeden Fall mit. Wir gucken erstmal, was hier drin ist. Nichts. Schade. In Jurassic World war da wenigstens Leute drin. Oder manchmal auch Dinos von mir aus. Ich gucke erstmal, ob ich das überhaupt brauche. Ne, der hat nämlich selber eins, okay. Meins und meins. Dann. Okay, muss ich einfach noch raufschießen oder was? Das ist ja entspannt. Nice. Rein da. Rein da. Zack. Zack. Und zack. Ob das wirklich nötig war, weiß ich nicht. Ich glaube mal schon. Hier oben könnte auch noch überall was sein. Habe ich gar nicht hingeguckt. Guck mal kurz, ob ich irgendwas sehe. Irgendwie ein. Wollte Zelte dürften nicht sein. Oder vielleicht irgendwie ein Boxelpart ist nur drauf, dass ich den mitnehmen soll. Danke für die Access Card Level 2. Link. Was bist du? Kein Zeichen von Eddie, aber es scheint, als hätten die Norweger etwas in dem Eis gefunden. Okay. Ich suche die Blutbeute. Das so eine kluge Idee ist. Also klar, ich könnte das jetzt machen mit dem Automaten hier oder ich meine Flammenwerfer dafür. Ja, ich weiß, wie, danke. Du musst mir das nicht durchgehend sagen. Ich verstehe das schon, danke Spiel. Kann ich mal drauf tun, dass es weggeht? Okay, es geht weg, danke. Irgendwann ging es nämlich nicht weg, das war ganz schön schade. Oder wie ganz schön schade gewesen. So, noch zwei. Hier ist ein Knight Rider. Meine Güte, da ist noch ein Doggo. Oder ein Doggo-Monster, besser gesagt. Ich hab grad kurz, dass einer kommt. Ja, Knight Rider können wir dann machen, aber ich würde da erstmal selber beenden, wenn wir schon mal die ganzen Wege fertig haben. Ja, so kurz Zeit. Ich teste, ja, Gebaru. Knight Rider. Okay. Ich glaube, dann würde ich das im letzten Level einfach, das Feuer noch nicht an war. Ist hier was rübergesprungen? So, viertes Zelt. Oh, noch mehr Gegner. Zombie. Norweger oder so. Ich sehe nicht, wo die Gegner sind. Okay, ich habe das hier aber gemacht. Okay. Ist das Ding, das ich im Eis gefunden habe, dafür verantwortlich oder er die? Das weiß ich auch nicht. Ich würde gerade nochmal die HP hier liegen lassen, weil ich gerade noch relativ viel habe. Muss ich das wirklich nochmal drauf drücken, damit es weggeht?
bisschen nervig. Okay, es ist weg. Au. Braucht man diese Säureherkunft auf einmal? Also ich finde, die können ein bisschen leuchten und dunkeln. Ich schieße da praktisch blind rein und hoffe, dass es sich irgendwas töte. Offenbar ist das der Eisblock, den sie ans Tageslicht gebracht haben. Okay. Bisschen gruselig hier alles in meinem Geschmack. Ich mag lieber so helle Level, wo ich alles sehe und entspannt Sachen machen kann. Hallo? Soll ich das hier einfach auftören? Oder mache ich einfach nur das Licht mit an? Also Licht grundsätzlich schon mal gut. Au. Y kann ich sogar nachladen. War nie so richtig aufgefallen. Keine Ahnung, ob ich überhaupt hingehen soll. Ich finde es auch gut, dass das irgendwie jetzt am anderen Ende der Map wieder ist anscheinend. Also ob ich da jetzt überhaupt zu dem Zelt gehen sollte oder ob das so wie ich das gemacht habe gewollt ist eigentlich. Nicht laggen spiel. Laggen ist ja nicht so von Vorteil in der Dunkelheit, dann sehe ich noch weniger. Ist das das Kampfding vielleicht? Ne, ist einfach nur so. Das gefällt mir gut, dass es einfach nur so ist. Schon versucht mit Kämpfen zu tun. Okay, ich kann es einfach so aufsammeln, auch gut. Ich glaube, ich habe jetzt alles angezündet. Handelster Blutbeute, wie geht's hier? Eddie kombiniert mit einem Ding. Kannst du dir das vorstellen? Ja, tatsächlich schon. Gut, da vorne müssen wir wieder zurück anscheinend. Das heißt, ich würde sagen, kaufen wir Speed Limo. Ist die Limo hier teuer geworden, weil ich schon eine habe aktuell oder wieso? Eigentlich war die doch günstiger. Okay, zweimal HP, auch nett. Warum habe ich das brauchen sollte? Na, hierfür wahrscheinlich. Okay, Feuer ist halt nicht so effektiv, weil ich dann immer noch hauen können. Also eisen mich gleich mal auf hier. Könnte sein, dass das nämlich die Strecke für Night Rider wird hier. So, jetzt am besten erstmal alles abfackeln. Oder ist einfach der Rückwärts, kann natürlich auch sein. Immerhin sind es nicht die Leute, die Säure auf mich spucken. Schon mal von Vorteil. Mache ich irgendwie mehr Schaden mit der Waffe, wenn sie nicht leer geschossen ist? Wirkt gerade so. Okay, jetzt sind wir bei. Hätte ich ja theoretisch schon vorher lang gehen können? Bin nicht sicher. Da soll ich vielleicht nicht lang gehen. Da ist meine Limo. Gehen wir erstmal zum Nightwire zurück.
trinken dann zwei Getränke und versuchen mal das Rennen zu schaffen. Okay, es ist nur mein Charakter, der Geräusche macht. Ich dachte gerade, das ist noch was anderes. Dass es hier nur wie Gegner ist oder so. Gegner grundsätzlich immer doof, vor allem wenn es dunkel und gruselig ist. Ich habe mich natürlich wieder komplett verlaufen. Okay, gut, ich hab's gefunden, immerhin. Ah, geht's in die Richtung noch weiter? Sieht nicht danach aus. So, dann erst noch einen Sip gönnen. Und nochmal einen Sip gönnen. So. Ja, lustig, wenn ich einfach so schnell durch das Eis dann laufe, dass das mir gar nichts anmacht, also antut, aber ich glaube, so gut ist es dann doch nicht. Ich würde doch noch dann noch davon langsam werden. Zum Glück habe ich diesen Weg hier auch schon gemacht. Ansonsten wäre es doof geworden mit dem Rennen, dass ich erstmal noch genau treffen muss. Okay. Okay, das ist gemein. Ja, lass mich doch raus hier! Also... schon wieder gestunlockt worden, ey. Okay, und hier sind noch Gegner. 16.000 Weine, Junge. Das ist frech. Okay, ich habe nicht gesehen, dass es hier noch weitergeht. So, dann gehen wir mal das. Wo ist denn das Automat? Okay, ist hier drin. Dann können wir es ja machen. Okay, das heißt, ich habe keine Ausdauer. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Ja, dann machen wir es auch nicht. Dann mache ich das erst, wenn ich die auch freigeschaltet habe. Weil ohne das ist das halt schon ein bisschen nervig. Oh, stimmt, ich habe dich noch. Hab ich komplett vergessen. Upsi. Stimmt. Ich muss den noch reinbringen. Immer hat das Spiel noch Hoffnung, dass ich das noch schaffe mit dem Rennen. Es ist doof gelaufen. Ich dachte, ja, entspannt gemacht. Und dann so, ach nö, geht jetzt immer weiter. Naja. Rein mit dir. Limo-Proto-Partei gesammelt. Ist schon das erste, also das erste Viertel schon. Wie schade. Und natürlich auch schade, dass ich einfach gestunlockt wurde. Vom Eis. Mich raten, das ist hier auch gar nicht so weg gewesen. Okay, die Musik läuft übrigens noch weiter, aber wir haben es jetzt schon praktisch abgeschlossen. Also die Zeit ist abgelaufen oder läuft nicht mehr oben weiter, so rum. Das ist natürlich mäßig gut. Hätte ich halt schon gerne gemacht. Ist hier zwischen noch irgendwas? Was ich hätte haben sollen, was ich nicht habe. Also es ist halt schon viel Arbeit hier. Aber ich habe halt, wie gesagt, nur Tempo-Limo. Da wird das schon ein bisschen eng. Lass uns mal gut, Freunde. Also ein bisschen Abstand mal bitte. Wäre super. Lebst du noch? Nee. Wieso kann ich da nicht hinspringen? So. Das ist auch schon an, glaube ich. Habe ich ja schon alle angemacht? Gefühlt ja. Was da vorne? Das ist niemand sad, glaube ich.
Ach, meine Güte. Sieht dem Schneesturm so nervig, dass man sofort seine Hände hochmacht und nichts mehr machen kann. Okay, ich glaube, vorher kam er von hier. Wir können es nochmal machen, aber wie gesagt, ich habe halt keine Ausdauer-Limo. Ich könnte es auch hoffen, einen zu bekommen, aber ich würde sagen, erstmal Level fertig machen. Ich glaube, die gab es vorher auch noch nicht. Also am besten Level einmal durchspielen und dann erst machen. Okay, hier gibt es noch das Tempo-Ding. Die Zeltkiste haben wir freigeschaltet. Wir sind auch so ein bisschen Szene drauf. Meine Güte, ey. Das ist gemein. Okay. 1, 2, 3. Ich glaube, der vierte war draußen dann, ne? Könnte das Fight-Ding hier sein? Ich verlasse das hier auf. Ich glaube, ich gönne mir einen kleinen Stop erstmal. Vielleicht hilft das ja schon. Oh, natürlich kriege ich da noch Schaden von. Okay, das war eigentlich leichter als erwartet. Gut. Noch eine Krone geholt. Dich habe ich auch schon gemacht. Also hinter sich auf jeden Fall was. Ich weiß noch nicht was. So. Gucken wir noch kurz. Eins. Ach, hier ist ja Schießenzeug. Das können wir sogar machen noch. Ich glaube, das ist nämlich das, was wir mit Prince Adam machen können. Genau, hier haben wir 4 Stück. So, dann fange ich da hinten an. Kurz noch aufladen. Ich habe natürlich jetzt keinen Dash, das ist ein bisschen nachteilhaft. 25 Sekunden, ja okay, 25 Sekunden sollte aber easy machbar sein eigentlich. Ja, ultra leicht. Sind wir es nicht schaffen? Da hätte ich ja sogar gehen können. Verstehe nicht. So. Das gemacht. Da ist immer noch eine Kiste in der Wand drin. Nehmen wir den Funkhammer schon mal. Komm, schnappst du dir? Ja, aber erstmal den Charakter wechseln. Servus, wie auch immer du bist. Dann gib mir mal bitte Prince Adam, nicht He-Man, wir wollen Prince Adam. Okay. Und wir brauchen noch Number 5. Das ist doof, dass ich nicht weiß, welche Reihenfolge. Dann muss ich erst mit Number 5 hier reingehen. Upsi. Dann gehen wir bitte her. Und Number 5. Was damit zu tun vielleicht? Noch mal kurz ein Bild davon. Können wir vorstellen vielleicht? Ansonsten sehe ich hier nichts. Da vorne ist ja nur die Map. Okay, leider nichts bekommen. Ah, okay, so einen hatte ich sogar schon. Unsichtbarkeitsring, ja, komplett irrelevant, brauche ich nicht. Passt das denn von den Zahlen her? Nö. 03? Ja. 08? Nicht. 13? Nein. 06 auch nicht. Hier habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Also ich könnte natürlich Try and Error versuchen. Hier passen einfach gar nicht die Zahlen, so. Das sagt mir jetzt auch nichts. Ich hätte jetzt erwartet, dass hier irgendwie groß auf der Tafel steht, was es hier Schönes gibt. Oder was ich da Schönes machen soll.
Also es könnte natürlich auf diesem anderen Ding stehen, was ich gerade kaputt gemacht habe. Auf der anderen Tafel. Hören wir mal nein. Dann nehmen wir es mal kurz. Das Adam und versuchen einfach mal drauf zu schießen. Ah, okay. Ich muss hier einfach so durchschalten oder was? Dann dürfte es ja doch passen mit den Zahlen. Dann wäre 03, reicht das aber schon richtig? Ja, 03, 08. Okay, ich kriege auch Feedback, dass es richtig ist. Wahrscheinlich nur für die doppelten Zahlen, genau. Also wenn ich beide mache. Ja, 07 ist ja schon richtig. Ja, perfekt. Mal gemacht, easy. Dann nochmal wieder zum Hauptcharakter wechseln. Was heißt zum Hauptcharakter, zu unserem Charakter wechseln? Der war da auch gerade schon, weil ich nur zu langsam wieder. Giles und Krone einsammeln und Part beenden. Und das halt überziehe ich einfach immer wieder ein bisschen. Und ich versuche jetzt mal nicht so viel Vinyl auszugeben, weil es gibt bestimmt mal 5 Millionen, aber ich glaube, die brauchen wir wirklich am Stück. Genau, der Proto-Part für die Wacht ist ja direkt weggelaufen, was ich ein bisschen doof fand. Und den Gastauftrag, habe ich gleich recht gefunden. Also ich weiß nicht, ob. Ne, es müsste ja Knight Rider sein. Hätte ich machen können, habe ich auch nicht gemacht. Weil, ja. Nicht zu blöd war, das Rennen zu machen. Okay, 12 Tagen ist alles doof. Natürlich, erstmal alles abfackeln. So muss das. Brennt jetzt alles hier? Ja, so ein bisschen brennt hier was. Okay. Da würde ich sagen, das reicht für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also bis zum nächsten Mal. Mal rein und ciao.